Der US-Geheimdienst NSA hat nach Informationen der Enthüllungsplattform WikiLeaks bereits seit Jahrzehnten das Kanzleramt abgehört. Das zeigen neue WikiLeaks-Unterlagen, die NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung einsehen konnten. Betroffen waren demnach neben der Regierung Merkel offenbar auch die Regierungen ihrer Vorgänger Schröder und Kohl. Das Kanzleramt im Visier der NSA. Der Amtssitz von Angela Merkel offenbar angezapft vom US-amerikanischen Geheimdienst. Die Bürotelefone der Kanzlerin selbst und ihrer engsten Mitarbeiter überwacht. Das zeigt ein NSA-Dokument, das der Enthüllungsplattform WikiLeaks vorliegt. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung konnten die Selektorenliste einsehen. Aufgeführt sind 56 Telefonnummern. Eine Durchwahl führt zu Merkels persönlicher Assistentin Beate Baumann. Auch die Mobilnummer ihres ehemaligen Kanzleramtschefs Pofalla wird aufgeführt. Erstmals äußert sich WikiLeaks-Gründer Assange zu den neuen Enthüllungen über die NSA-Spionage gegen Deutschland. Das ist eine schwere Ausspähattacke auf die deutsche Regierung durch einen ausländischen Staat. Die US-Regierung macht sich in Echtzeit ein Bild von Merkels Politik, um darauf zu reagieren. Überwacht wurden demnach alle Regierungen der vergangenen 20 Jahre, darunter Merkels und Schröders Amtsleiter und Geheimdienstkoordinatoren von de Maizière über Ernst Urlau bis Bodo Hombach und Vertraute von Helmut Kohl. Ein Abgleich der überwachten Nummern mit dem Organisationsplan des Kanzleramts zeigt, die NSA interessiert sich vor allem für die Abteilungen Sicherheits- und Wirtschaftspolitik und für die Nachrichtendienste. Erste Reaktion aus dem NSA-Untersuchungsausschuss. Es wird die Frage sein, wie erreichen wir in Zukunft mehr Sicherheit, dass Spionageattacken eben nicht durchdringen, nicht Informationen abgreifen können. Ob die US-Spionage gegen das Kanzleramt immer noch läuft, lässt sich aus der Liste nicht eindeutig schließen.